Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe vom Spreewälder. Wir bauen uns heute mal eine kleine Transporthilfe für den Spreewaldkahn. Was das wird und wie das genau aussieht, das seht ihr heute in meinem neuen Video. Also, was machen wir heute? Hier die Situation. Spreewaldkahn in echt viel größer, seht ihr hier. Kann man auf dem Wasser wunderbar transportieren. Hier mit dem Rudel stößt man sich ab, schubst man sich vorwärts, gar kein Problem. Aber auf dem Land, da bewegen sich die Dinger echt kompliziert. Und da brauche ich eine kleine Transporthilfe. Und mir schwebt da Folgendes vor. Ich brauche hier so ein mobiles Transportgestell, um den Kahn vorne anzuheben, runterzustellen und dann mit ein bis zwei Leuten durch die Gegend zu fahren. So, das ist die Idee, das wollen wir heute umsetzen. Ich nenne sie die Achse des Bösen. Mal gucken, ob sie so böse wird. Ich bin gespannt, wie wir sie umsetzen. Ja, Maßnahme Nummer 1. Ich habe hier mal ein paar Quadratrohre gekauft, 2 Meter lang, Außendurchmesser 50, Wandstärke 3 mm. Das wird praktisch diese Art Achse. Dazu brauchen wir noch Räder, die habe ich auch besorgt. Ja, Maßnahme Nummer 1, ich habe mir hier mal so ein paar richtig dicke Räder besorgt. Das sind so eine Schubkarrenräder. Ja, da kann ein Rad 200 Kilo tragen. Da sind so eine Achsen dazu. Die wollen wir auf der einen Seite festschrauben an mein Quadratrohr. Dann kommt hier dieses Rad ran, das ist beidseitig. Und in der Mitte braucht man irgendwie noch eine Palette, damit wir den Kahn an diesem Stahlrohr nicht zerkratzen. So, das ist jetzt die Idee. Das ist übrigens so Vollmaterial. Ja, also da muss man keine Luft aufpumpen. Vollkunststoff. Ich hoffe, das reicht von der Dimensionierung. Also, so ein 2-Meter-Rohr, das kann ganz schön lang sein. Ich brauche 1,60 Meter davon. Und ich hoffe, meine Säge, die kommt hier nicht an die Grenze. Weil 50er Durchmesser könnte knapp werden. Wir probieren es mal aus. Ah, das wird knapp. So geht's auch. So, jetzt brauche ich noch ein paar Deckel für das Rohr. Da legen wir das hier am besten an die Seite ran und reißen uns hier ringsum mit der Reißnadel, wie der Name schon sagt. Mal die Seiten an. Und dann können wir uns die schön mit der Flex ausschneiden. So, ihr seht, ich habe hier diese Außenbleche zugeschnitten und so ein bisschen die Zunderschicht abgeschliffen. Jetzt muss ich hier ein Loch reinkriegen, damit ich meine Achse von diesem Schubkarrenrad draußen festschrauben kann. Das heißt, ich muss jetzt hier also ein 18er, na sagen wir mal besser ein 20er Loch reinmachen. Das kann ich mit meinem Akkubohrer schon erst recht nicht und mit meiner Bohrmaschine auch nicht. Deswegen habe ich mir hier mal ein bisschen was gekauft und zwar einen Lochkreisbohrer. Den, ja, werden wir mal testen. Der war jetzt gar nicht so teuer. Da werden wir hier ein schönes Loch reinmachen mit meiner Tischbohrmaschine und ich bin gespannt, wie das Ding funktioniert. So, werden wir es erstmal anreißen über die Diagonalen. Wenn wir hier die Mitte finden, andere Seite auch nochmal. Ich muss das Ganze auch zweimal bohren. Ja, ich habe ja ein linkes und ein rechtes Rad. Es bleibt mir nichts anderes übrig. So, wir haben uns jetzt hier die Mitte ermittelt. Ja, da werden wir jetzt unseren Körner nehmen, mal ein bisschen was ankörnen. So, da wird die erste Bohrung gesetzt. So, wir werden hier erstmal mit einem ganz normalen Bohrer vorbohren und dann werden wir hier unsere Geheimwaffe auspacken. Gucken wir mal. So, und jetzt die Geheimwaffe. Wir gucken mal, wie das hier funktioniert. Ja, Spänchen mal weggemacht, also Loch ist drin. Das hat ziemlich gut geklappt. Bisschen Schmierung hilft immer. Cool, jetzt machen wir noch die zweite schnell und dann gucken wir mal, ob die Achse hier reinpasst.
Also, das hat jetzt gut geklappt hier mit meiner, wie heißt, Hartmetall-Lochsäge ist der offizielle Name. Habe jetzt zwei schöne Löcher hier reinbohren können. Das schwächste Glied war, glaube ich, meine Bohrmaschine. Die hat nämlich oben so eine Riemenantriebe. Und wenn man da zu doll aufdrückt, dann hält man quasi den Bohrer fest, beziehungsweise den Riemen. So, ich bekomme jetzt hier also mein Lochblech hier ran. Und das soll jetzt hier mal die verkürzte Achse sein. Wird das Ganze hier rangeschweißt. Und dann kommt dieses Schubkarrenrad dran. Und dann funktioniert das hoffentlich. So die Idee. Jetzt müssen wir natürlich hier unten noch in meine längere Achse, das ist ja nur so ein Abschnitt, so ein Reststück hier, in die eigene Achse müsste man hier noch so eine Aussparung reinmachen, damit ich diese Schraube von innen festziehen kann. Ja, das werden wir jetzt noch irgendwie reinflexen müssen in dieses große Hauptrohr. So ein Stück muss ich rausflexen hier. Ihr seht, ich habe es schwarz angerissen, dass ich dann später hier irgendwie mit dem Schlüssel rankomme und diese Achse dann hier links und rechts festschrauben kann. Weil wenn die mal kaputt geht, wäre ja gut, wenn man die irgendwie auswechseln kann. Also wieder mal eine Runde flexen. So, die Teile gab es als Werbegeschenk. Probiere ich gleich mal aus. Tyrolit. Ich glaube, die kommen aus Tirol, wie der Name sagt. So in etwa habe ich mir das vorgestellt. Das wird später angeschweißt. Die offene Seite wird die Unterseite, denn die Belastung wird ja eine Zugbelastung hier sein. Von daher gehe ich davon aus, dass das hält. Ich kriege meine Achse ran und rausgeschraubt. Jetzt müssen wir aber hier unbedingt noch die ganze Sache entgraten, sonst gibt es einen blutigen Finger. Das wollen wir vermeiden. Ja, schön mit Aceton sauber gemacht. Das Ganze machen wir mit den Magneten hier ran, schweißen es dann fest. Ich würde mal sagen, 110, 120 Ampere würde ich jetzt erstmal machen. Ein 6er Zusatz. Mal gucken, wie es läuft. So, ich habe hier an unsere tolle Achse schon mal ein paar Räder so prophylaktisch rangebaut. Gucken wir uns mal die Nähte an, die wir hier so gezaubert haben. Ich denke mal, das ist soweit in Ordnung. Halten soll's, halten wird's. So, jetzt müssen wir hier an dieses Teil noch irgendwie eine Palette oder irgendwas ranbauen. Da lasse ich mir noch was einfallen. Ja, die Achse ist jetzt erstmal soweit fertig. Jetzt kommt hier noch eine Holzpalette drauf. Und diese Holzpalette muss ich ja irgendwie an mein Metall ranbekommen. Zu diesem Zweck habe ich mir jetzt hier so ein paar, ja, Beschläge gebaut. Die werde ich anschweißen. Die werden wir mal mit einem Elektrodenschweißgerät anschweißen, weil ich einfach mal Bock drauf habe. Die Teile kommen hier natürlich ab. Und ich freue mich eigentlich immer noch extrem über meine Wignähte, weil die sehen aus, als hätte ich es so gewollt. Also ich wollte es natürlich auch so, logisch. Aber wenn was klappt. Ihr wisst, dann macht so ein Projekt eben doppelt Spaß. Ja, das machen wir jetzt. Und ja, gucken wir mal. Warum mache ich das so, wie ich es hier mache, mit diesen zwei Holzteilen nach oben? Ganz einfach, der Kahn hat in der Mitte so eine zwei Kiele. Und diese Kiele, das sind so eine ganz kleine Kiele zur Richtungsstabilität, die soll nicht direkt auf diesem Holz aufliegen. Deswegen gibt es links und rechts diese Stützhölzer. Das hier, das werde ich noch abschrauben. Ja, ich denke mal, dann kommen wir dahin. Ja, so in etwa sieht es aus, wenn man das dort angesetzt hat. Ihr seht, ich habe hier so eine Faser ran gemacht, damit ich mit meiner Elektrode gut eindringe hier in das ganze Material. Ja, jetzt machen wir eine Runde Elektrodenschweißen. Ja, für das Vorhaben nehmen wir heute mal 70 Ampere mit dem Booster von Rehm. Hatten wir lange nicht mehr im Einsatz. Und Kjellberg-Elektroden. Und dann heften wir die ganze Sache gleich mal an.
Ja, so schlecht sieht es nicht aus. Ist vielleicht noch so ein bisschen konkav, aber wir können ja die Gegenseite auch nochmal schweißen. Machen wir dann natürlich auch, ne? So, und ein bisschen beigeschliffen. Sieht es denn so aus? Ich denke, das wird funktionieren. Mir ist übrigens noch was eingefallen. Ein Kumpel von mir hat mich daran erinnert, Mensch, wenn du hier so eine Achse baust, dann mach doch irgendwas, wo du ein Seil ranmachen kannst, falls du das Ding mal aus dem Wasser ziehst. Genau das machen wir jetzt. Habe ich hier so ein bisschen Bewehrungseisen mir zurechtgebogen. Das werden wir mit Mack ganz schnell hier nochmal ranmachen. So, die Achse ist fertig, aber jetzt haben wir dummerweise noch Januar. Das heißt, der Kahn kommt erst Ende März wieder ins Wasser und so lange müssen wir noch warten. Aber ich denke mal, das wird funktionieren. Und wenn es funktioniert und keine Nachbesserungen anstehen, dann gibt es hier auch noch eine Schutzfarbe. Aber bei der Kälte kann man jetzt auch nicht lackieren. Da hält es nicht auf Dauer. Ja, eigentlich schönes Projekt. Ja, es ist ziemlich kalt in Deutschland momentan. Ihr seht, die Achse ist fertig. Die ist gar nicht so böse geworden, wie ich anfangs dachte. Ich nenne sie jetzt auch lieber Achse des Guten, weil hat irgendwie so ein besseres Feeling. Auf jeden Fall kann ich damit im Spreewald jetzt super auf Achse sein. Ja, was kommt sonst noch demnächst? Also, ich bin auf der Suche oder ich will mir demnächst ein Mick-Mack-Pulsgerät anschaffen. Gibt es mehrere Hersteller? Da gibt es iPo-Tools, habe ich bisher noch nicht. Da gibt es ein relativ günstiges Gerät. Weldinger, was interessiert euch? Das schreibt es mal bitte unten in die Kommentare rein, würde mich interessieren. So, ich verabschiede mich, denn ich gehe jetzt rein, mir ist einfach nur kalt. Ihr seht es an der Jacke. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Genießt den Tag, zieht euch warm an und bis zum nächsten Mal.